Hallo und willkommen zurück zum... Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Hey, unterbrech mich nicht. Zum Let's Play von Anno 2205. Ja, die erste Folge haben wir hinter uns gebracht. Es war das reinste Vergnügen und heute geht's weiter hier mit dem Ausbau unseres Weltraumhafens vielleicht. Na, mal sehen, das ist der Plan auf jeden Fall. Also, wir wollen heute unsere Stadt vergrößern und vor allem jetzt den Bedarf an Vitamintrinks stillen. Jawohl. So, also gehen wir in den Baubereich der Administratoren rein und da benötigen wir die Saftkälterei und dafür wiederum benötigen wir Obstplantagen. Genau. Also produziert pro Minute 8 Früchte. Sehr schön. Und was braucht er hier? Pro Minute 16 Früchte. Okay. Also, 2 Obstplantagen, 1 Saftkälterei. Liefert Früchte zur Weiterverarbeitung. Nun gut, fangen wir doch einfach mal damit an. Dann würde ich doch mal direkt hier hinten ein bisschen in die Ecke gehen. Was ist denn, wenn ich das hier reinmache? Passt das quer, dass ich da 2 reinbaue? Ja, ne? 1, 2. Ich würde eigentlich gern... Ah, das reicht nicht. Vielleicht gleich mehr als nur eine machen. Ah, passen auch wieder 2 hin. Es ist klug von Ihnen, sich um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. So, jetzt fehlt auf jeden Fall ein bisschen Saft. Machen Sie zu einem ein bisschen Obst. Arbeitgeber. Ja, vielen Dank. So, dann eine hier. Und die passt nicht mehr her. Na gut. Dann setzen wir die hier hin. Marktwert ist gestiegen. Okay. Jetzt müsste es passen. Passt mal hier. Na, das war eigentlich jetzt unsinnig. Aber okay. Gut, wir haben jetzt eine Warenbilanz bei den Früchten von plus minus 0 und bei den Säften müsste jetzt insgesamt plus 24 rauskommen und der Verbrauch liegt bei 16. Okay, das heißt, wir haben noch 8 Säfte gut, könnte man so sagen. Gut, was ich noch fix vorlesen wollte, das habe ich doch knapp vergessen. Die Saftkälterei braucht Früchte, um Vitamintrinks zu produzieren, die ihre Angestellten verlangen. Gut, sehr schön. Jetzt wird erstmal nichts mehr gebraucht für die nächste Stufe. Algenfarm. Nicht nächste Stufe, für das nächste Gebäude brauchen wir dann 1250 Administratoren. Was haben wir denn hier? Ornamente. Wie sieht denn das aus? Können wir da mal hier hinbauen, oder? Zack. Keine Ahnung, was das bringt. Dekorationsgebäude. Na gut, okay. Also, wir müssen unsere... Also, wie ist die Lage? Stadt ausbauen. Ich würde jetzt gleich wieder solche bauen hier, die größeren Wohnhäuser. Das geht einfach ein bisschen schneller. Das heißt, gibt es die auch hier? Ja. Also erstmal die hier. Unsere Energiebilanz sieht gut aus. Unsere Arbeitskräfte sind gerade so genug. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Also bauen wir entsprechend mehr Wohnhäuser. Das sind jetzt direkt Wohnblocks. Wohnkomplexe, genau. Und das waren die normalen Wohnhäuser. Ich würde das weiterhin so machen, dass da immer so 2 Stück aneinander sind. Vielleicht mache ich das dann auch später nochmal anders. Mal sehen, wie das dann klappt. So, kleine Information am Rande. Ich habe letztes Mal fiel mir einfach nicht ein, wer dieses wunderschöne Spiel erstellt hat, wer dieses Spiel produziert hat. Das war Blue Byte. Ja, keine Ahnung, warum mir das letztes Mal nicht eingefallen ist. Für neuen Erfolg. Es wurde ja auch am Anfang genannt, aber wie das halt so ist in der Aufnahme, man redet und redet und manche Sachen fallen einfach nicht ein. Ja, was ich auch noch sagen wollte, ich habe jetzt nochmal an dem Ton ein bisschen rumgeschraubt. Das war in der ersten Folge noch nicht ganz mein Optimum, fand ich. War nicht schlecht. Ich versuche jetzt noch das beste Ergebnis rauszukitzeln. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, wie das klang im ersten Teil, wie das jetzt klingt im zweiten Part, gebt mir ein Feedback, gebt mir einen Kommentar. Ich bin da auch kritikfähig. Ich würde gern dran arbeiten, dass es wirklich das perfekte Ergebnis herauskommt. Also ich hoffe mal, das ist noch ein winziges bisschen besser als in Part 1. Wenn nicht, dann könnt ihr mich gern eines Besseren belehren. Okay, vielen Dank dafür schon mal. Also, unsere Warenlager. Die Biokost wird nicht mehr lang genügen. Obwohl wir da schon 4 Plantagen haben. Und bei den Biopolymeren haben wir eigentlich eine ganz gute Produktion. Wie sieht das eigentlich mit Lagerkapazitäten aus? Das weiß ich gar nicht. Moment, Lagerhäuser, 100. Nee, aber wie viel kann man davon haben? 70 ist die Grenze? Was ist denn das hier gleich nochmal? Da habe ich doch irgendwas gebaut, Logistik. Transportzentren. Ah, gestellte Logistik, 75.
Benötigte Logistik ist 67. Das heißt, wir sind bei plus 8. Ich bin noch nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht so schlimm. So, es ich wollte gerne für eine Firma zu arbeiten, mehr sondern wie Gebäude aufsteigen lassen, befördern, genau. Unsere Techniker sind bereit. Beginnen Sie mit dem Bau des Lifts, sobald alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. Ja, die Stadt, mein die Mitarbeiter sieht ganz John gut Rafferty aus. Ist mit der Lieferung des speziellen Materials schon hierher unterwegs. Okay, vielen Dank. Also, ich soll einen Lift bauen. Was für ein Lift soll ich bauen? Ich habe keine Ahnung. Klicken Sie auf den Raumhafen. Beginnen Sie das Upgrade. Das ist nicht der Raumhafen, das ist mein Lagerhaus. Kann ich hier eigentlich irgendwas machen? Das stellt Energie, das stellt Logistik, das stellt Credits und Arbeitskräfte. Wie es aussieht. Neues Gebäude verfügbar. Neue Baupläne verfügbar. Jawohl, zeigen Sie es mir doch einmal. Also, Algenfarm. Zellen-Inkubator. Nicht schlecht. Biomedizinisches Labor. Okay. Okay, das ist ja eine interessante Produktionskette. Gut, ich soll jetzt den Lift bauen. Moment, beginnen Sie damit, den Raumhafen mit einem Weltraumlift zu verbessern. Also der Raumhafen ist das hier. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Und was denn? Wo? Ach so, ja, die Verjüngungskorn. Ja, das kommt dann noch. Das ist dann das hier. Kommt dann noch. Ruhe bewahren, bitte. Also, beginnen Sie den Bau vom globalen Raumhafen. Globaler Raumhafen. Baubots. Ja, dann würde ich das einfach mal machen. Ja, Rafferty hier. Wir nähern uns dem Sektor. Over. Wow. Bärte. Wow, es geht jetzt ab. Was zum? Roter Alarm. Wir werden angegriffen. Roter Alarm. Er sieht ein bisschen aus wie Anthony Hopkins, verdammt, oder? Die Fracht. Schützt das Schiff. Menschen der Erde. Dies ist das Manifest zur Unabhängigkeit des Mondes. Die Global Union kämpft seit Generationen gegen uns. Ihre Waffen waren Lügen, Unachtsamkeit und Ausbeutung. Und die LEC hat sich in stiller Komplizenschaft geübt. What geht hier ab? Da steht sogar. Das ist vorbei. Ach nee, das ist gar nicht. Niemand wird einen Fuß auf das Land unserer Väter setzen. Ich dachte schon. Wir sind die Orbital Watch. Der Mond ist frei. Na, dann steht's mir auch frei, den zu besiegen. Wir haben uns aus dem Nichts angegriffen, haben meine Schiffe versenkt und die Ladung übernommen. Jetzt blockieren sie den ganzen Sektor, sodass keine Transporte mehr durchkommen. Okay. Keine Zeit, um Vorschriften zu studieren. Treffen Sie Rafferty an den übermittelten Koordinaten. Tun Sie, was nötig ist. Befreien Sie den festgehaltenen... Vorbereitungen für Raumhafen-Upgrade abgeschlossen. Okay, wow, was ist denn das hier? Weltraumlift, ne? Wahrscheinlich. Gut, was habe ich zu tun? Der ganze Sektor ist abgeriegelt. Ein militärisches Eingreifen scheint unsere einzige Option zu sein. Sag nicht, du kneifst. Wo muss ich denn hin? Das hier? Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in Ihr Gebiet. Aber bevor Sie mich melden, hören Sie sich lieber mein Angebot an. Aha. Bevor Ihnen Fairwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Mhm. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Damms abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde Ihrer Firma zustehen. Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Das klingt doch fair, meiner Meinung nach. Okay, weiter. Sammeln Sie die Dammüberreste. Okay, dann ist das wahrscheinlich wieder eine andere Geschichte jetzt hier, oder? Ja, das ist ein extra Projekt. Scheinbar. Na gut, ich würde gern erstmal. Ups. Wo muss ich denn hin jetzt dafür? Was ist denn das hier? Einfach rumfahren und auf Leute schießen. Denen liefern wir einen Kampf. Öffnen Sie das Strategiekarte-Menü. Na, das wäre doch schon mal was. Ach, hier oben. Blinkt die ganze Zeit. Völlig penetrant, aber ich check's nicht. Na gut. So. Befreien Sie den festgehaltenen Transporter. Ich nehme mal an, hier. Bring unsere Schiffe da weg, aber alle in einem Stück. Kein Upgrade verfügbar. Warte, Moment.
Kann ich jetzt hier aussuchen, was ich nehme? Großes Kommandoschiff mit guter Angriffskraft und Verteidigung. Mit Raketen ausgestattet. Gepanzertes Nahkampfschiff. Okay, das geht noch nicht, wie es aussieht. Zurück. Nochmal hier drauf. Okay. Bring unsere Schiffe da weg, aber alle in einem Stück. Ja. Hätte ich gern gemacht. Muss ich da jetzt irgendwas tun? Intervention erforderlich. Mal sehen, was da jetzt passiert. Dort haben uns die verdammten Feiglinge angegriffen. Umkreisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißfliegen. Wie ich sehe, haben sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Durchbrich ihre Blockade und befrei unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Gut. Dann nehme ich mal an, das hier sind meine Schiffe. Die Belohnungen sind erstmal egal. Zerstören Sie die Kommandos der Orbital Watch, um das entführte Transportschiff zu befreien. So, das müssten jetzt meine Schiffe sein. Was ist das hier? Wie geht's? Ah ja, okay. Koordinaten bestätigt. Na dann los. Das ist Auftrag verfügbar. Oh, hier sind die Schiffe. Ja, macht mal, greift mal an. Ich bin gerade noch ein bisschen unsicher, was jetzt zu tun ist. Reparaturdrohnen sind im Einsatz. Schaden müsste bald unter Kontrolle sein. Was ist das? Die Miskal haben unseren Konvoi versenkt. Bitte holen Sie unsere Lieferung zurück, während wir uns um die Überlebenden kümmern. Ja. So. Bestätigt. Ach, da hinten sind die verlorenen Fässer. Das machen wir auch noch, okay. Sind das hier die Schiffe? Wir werden beschossen. Was ist denn das? Kampfstationen. Sie greifen an. Ist auch noch eins. Ja, noch diesmal kaputt. Gehört das zu mir? So, da ist wieder eins versenkt. Das hier? Bereit für Einsatz. Jawohl, und dann die noch. Also hier oben scheinen dann auch noch die Fässer zu sein. Oder? Ach nee, das ist das Schiff. Was ist das? Die letzten Nachrichten sagen, dass da draußen ein Schlachtfeld ist. Oh Gott, ich bin leicht überfordert. Verstanden. Habe ich jetzt schon ein Schiff verloren? Nee, da ist es noch. Ich würde mal da hoch segeln. Im Gange. Was ist denn das hier? Das schießen wir erstmal ab. Und dann das hier auf jeden Fall abschießen. Ja, mit Krieg habe ich jetzt so früh nicht gerechnet. Mit irgendwelchen Kriegshandlungen. Kein Problem. Das wird es wahrscheinlich auch kaum zu versemmeln sein hier, die Mission. Ich hoffe es zumindest, denn ich bin nicht sonderlich geschickt, was sowas angeht. Stationen. Aha, das ist dann. Feuer! Bereit für Einsatz! Na komm, feuert mal ein bisschen hier. Kommen schon die nächsten wieder. Ja, die halten es alle nicht viel aus, ne? Das ist hier ruckzuck versenkt, das alles. Ich muss dann mal sehen. Finde ich denn an Land, soll ich das finden? Ziel bestätigt. Feuert mal hier auf drauf jetzt hier. Das geht doch so nicht. Wie funktioniert denn dieser Quest? Ich bin echt überfragt. Was ist denn das hier? Sammelobjekt. Ah! Wahrscheinlich das hier. Okay, okay. Gehen wir erstmal weiter. Versenken noch das Schiff. Einsatz. Was ist denn das jetzt hier? Raketen. V-Impuls. Kinetische Schilde. Aha. So. Ja, das ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Ach, der ist dann hier dabei und repariert meine Schiffe, oder was? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich werde dann mal die kinetischen Schilde probieren hier. Energie auf Schilde umgeleitet. So, Schilde mal genutzt. Okay. Die Schutzschilde und Geschwindigkeitsbooster bei allen Schiffen sind. Ja, war jetzt erstmal interessant. Keine Ahnung, was das für eine Fun-Quest hier ist. Ich hab die einfach mal angenommen. So, was hätten wir hier? Voll, eine Raketensalbe auf das Ziel ab. Mach ich das damit kaputt? Wow! Das war ja heftig. Nicht schlecht. Was ist das?
Reparaturdrohne und Wellenminen. Naja, feuer doch das mal. Nehmen wir gleich nochmal die Schilder. Umgeleitet. Waffensysteme bereit. Instandsetzung läuft. 2 von 4 Mal. Tja, das bringt keine Ahnung. Gleich nochmal. Und gleich nochmal. Schilde aktiv. Diese Nachricht kam gerade rein. Geschafft. Gratulation zu Ihrem. Wir sind ein gutes Team. Meine okay. Ausrüstung und deine Strategie. Einfach so reinrauschen und alles zum Guten wenden. Das war's? Unsere Mannschaften werden es dir danken. Erfolgsliste aktualisiert. Ich wollte jetzt mal noch sehen, ob ich diese Dinger da unten einsammeln kann. Wo war's denn? Na, irgendwo hier oben, oder? Nee, egal. Das ist geklärt. Ich habe keine Ahnung, wie diese Kisten sein sollen. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt irgendwie eine Hilfe gibt. Was nenne ich jetzt hier? Zu Fahrzeugen springen. Bin gerade ein bisschen unsicher. Ah, hier, Mission verlassen. Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich es gefunden. Ja. Denen hast du es gezeigt. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Für 1000 Credits kann ich das upgraden. Den alten Mist rausgeworfen. Na dann. Machen wir das doch. Mission beenden. Ich bin froh, dass Sie unverletzt zurückgekehrt sind. Dieser Angriff hat alle im Union-Hauptquartier schockiert. Aber das Programm muss weitergehen. Ja, okay. Wir haben den Kontakt zur Lunar Excavation Corp verloren. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbital Watch verbündet. Umso wichtiger ist es, dass Ihr Weltraumlift den Betrieb aufnimmt. Ja, und darum möchte ich mich jetzt auch kümmern. Genau. Also, es geht hier weiter. Dieser kleine Zwischenfall. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier oben. Dieser kleine Zwischenfall ist dann hoffentlich geklärt. Und ich kann mich weiter um meine Insel kümmern und um meinen Weltraumhafen. Das wäre doch schön. So, was steht hier? Vollständigkeit, 99%. Ja, abschließen. Kabel angeschlossen. Ach, das waren jetzt die bereit zur Abfahrt. Materialien, die der mir gebracht hat. Okay. Achtung, wow. Annäherung an Raumstation der Global Union. Das ist ja schon cool gemacht, oder? Vorgang. Ich glaube nicht, dass sowas jemals möglich sein kann, aber es sieht erstmal gut aus. Weil bei der kleinsten Erschütterung wird das doch zerbrechen, oder? Tja, schwer zu sagen. Es sieht erstmal richtig geil aus. Also, ne? Nach wie vor, die Grafik in dem Spiel finde ich bombastisch. Gut. Meine Glückwünsche. Danke. Der erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen nun offen. Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Was wollen sie denn diesmal? Ach ja, genau. Also, was habe ich jetzt zu tun? In der Arktis gibt es Rohstoffe, die nur dort existieren. Sie sollen eine Niederlassung vor Ort in Erwägung ziehen. Sollen. Ja, was gibt's denn da Schönes? Ich würde erst nochmal nachsehen, weil es ja nun eigentlich die Möglichkeit für mich gibt, diese Sachen hier anzubauen. Biopolymere, Baubots, sonst irgendwas? Nö. Die drei Sachen meine ich natürlich. Algen? Nö, das baue ich jetzt noch. Also, wie viel brauchen wir denn da? Die guten Leute hätten gern, wie viel? 10. Wie viel funktioniert das bei einer Reihe? Wie viel funktioniert das? Wie viel produziert das? Meine Güte, 16, okay. Also, braucht 16 Sintzellen. Das heißt, 2 davon und die brauchen... Produziert 16 Algen. Brauchen einen Küstenbauplatz. Okay, das heißt 2 davon. Sorgen für 2 davon. Und die reichen für... Ne, 1 davon, 2 davon, 1 davon. Okay, okay. Da ist noch ein Küstenbauplatz. Den werden wir gleich mal einnehmen. Mit diesem... Was war's denn gleich? Mit der Algenfarm, genau. Ja, das ist ein bisschen klein jetzt im Vergleich zu dem ganzen anderen Kram. Aber naja, macht ja nichts. Gut, dafür brauchen wir, also die produzieren 16 Algen, das heißt 2 Sintzellen-Inkubator. Inkubatoren? Na, ihr wisst schon. So. Und jetzt ein biomedizinisches Labor. Und das wird dann wohl die Produktionskette beenden, ne? Nehme ich an. Genau. So, also nochmal. Schauen wir nochmal hier rein, ob alles funktioniert. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen.
Minus 16. Herzlichen Glückwunsch. So schmeckt der Erfolg. Ich bin gerade etwas unsicher. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Oh. Ja, das wird dann auch das Problem sein, warum das hier gerade nicht richtig funktioniert. Also müssen wir noch einen Transport... Ich habe mir das nicht gemerkt. Zentrum bauen. Ist es eigentlich egal, wo ich das hinbaue? Ich baue mal hier eins hin. Hier ist ja noch ein bisschen Platz. Zack. So, jetzt passt es auch, oder? 0, 0 und hier noch 6 übrig. Sehr schön. Was haben wir hier? Die Baubots, das funktioniert auch schön. Wasser ist gerade noch genug. Da muss ich bestimmt auch bald wieder nachlegen. Und sonst würde ich sagen, haben wir eigentlich alles für den Moment. Gibt es denn noch irgendwelche Anforderungen hier? Sie hätten mich darüber in Kenntnis setzen sollen. Ich habe nichts im Kühlschrank. Ja, kein Problem, meine Gute. Neue Implantate können wir noch nicht bauen. Oder herstellen, produzieren. Die scheint es hier gar nicht zu geben. Da müssen wir wahrscheinlich in die Arktis, ne? So wie sieht's aus. Da gab es ja schon den ersten Hinweis. Und die Sicherheit kommt dann erst später. Nämlich bei 2500 Administratoren. Okay. Wie sieht's denn aus? Ich würde sagen, das passt so, ne? Wieder ein Schritt vorangekommen. Ein kleines bisschen die militärische Seite des Spiels kennengelernt. Und, ach, das sieht aber auch echt geil aus hier, oder? Also ohne Mist, wie die, upsala, Entschuldigung, wie die hier in dem Berg die, was wollen die hier, Kobalt? Das Feldspat herausreißen. Hier war der Kobalt, ne? Kobaltmine, genau, das sieht einfach nur gut aus. Okay, ja, also ich muss weiterhin sagen, ein sehr grandioses Spiel, das Bluebyte da produziert hat. Ich bin weiterhin total gespannt, wie es weitergeht. Es macht mir riesigen Spaß. Ich kann nicht abwarten, die nächste Folge aufzunehmen. Auch wenn ich für heute erstmal einen Aufnahmeschluss machen muss. Leider, leider. Ja, ja. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.